Sozialismus ist Armut für alle. Sie tun nichts für die Mieter. In der Zukunft behält der Bürger von dem 1 Euro, den er noch in der Tasche hat, ja, behält er nicht 48 Cent, sondern 49 Cent übrig. Meine Herrschaft, ich kann Sie zu Ihren Kommentaren überhaupt nicht ernst nehmen. Wir haben heute einen Antrag eingebracht, der jedem Haushalt in Berlin jährlich 300 Euro spart. Und das jedes Jahr, und zwar nicht nur einmal als Almosen für die vorher von der Regierung erhöhten Energiekosten, sondern jedes Jahr 300 Euro weniger. Was bedeutet das für den Staat? Er muss 0,7% von dem, was er den Bürgern abnimmt im Jahr, das sind über 50%, muss er abgeben. Niemand hat gefragt, wie sollen denn die Bürger es schaffen, ständig steigende Preise zu schultern? Also der Staat, der die höchsten Steuern und Abgaben hat, kann sich keine Gedanken darüber machen, wie er 0,7% von 51,6, 0,7% kompensieren kann. Aber keiner von Ihnen, kein einziger von Ihnen hat sich die Frage gestellt, wie der Bürger denn die Lasten, die Sie ihm auftragen, weiter finanzieren soll. Keiner von Ihnen. Und dann erzählen Sie hier die Märchen, die Berliner Mieter würden das ja gar nicht tragen. Ja, selbstverständlich, Grundsteuer entfernen heißt Mieterschutz, meine Herrschaften. Grundsteuer entfernen heißt, jeder Mieterhaushalt spart im Durchschnitt des Jahres 300 Euro. Und zwar nicht einmalig, weil Sie ihm Almosen schenken. Nämlich jedes Jahr spart er diese 300 Euro. Und in Zukunft wahrscheinlich noch mehr, weil Ihr neues Grundsteuermodell zieht ja auf eins ab. Dass die Grundsteuer schön kontinuierlich mit inflationiert und sich ständig erhöht. Ganz im Gegenteil zu den Bayern, seltsamerweise, da wo sie jetzt hier viel Geld für ihre Haushaltskasse herbekommen, seltsamerweise greifen die den Bürgern nicht so tief in die grafische Tasche. Die brauchen auch kein kompliziertes Berechnungsmodell. Die nehmen einfach die Quadratmeterzahl. Wie können die sich das denn leisten? Was machen die eigentlich besser als Sie in den letzten 30 Jahren nach der Wende? Ganz viel machen die besser. Und was machen sie mit dem vielen Geld der hart arbeitenden Bevölkerung? Gibt es eine funktionierende Infrastruktur? Straßen, Brücken, U-Bahnen, S-Bahnen? Saubere, sichere Bahnsteige und Aufzüge? Gibt es Schulen, in denen es nicht von der Decke tropft oder Wasserhähne defekt sind? Gibt es eine funktionierende Verwaltung, die sich als Dienstleister der Bürger verhält? Gibt es eine Sicherheitsstruktur, die die Bürger vor Gewalt und Übergriffen schützt? Gibt es eine Justiz, die dafür sorgt, dass Straftäter schnell und angemessen verurteilt und inhaftiert werden? Nein, meine Damen und Herren, das alles gibt es nicht. Stattdessen gibt es das höchste Renteneintrittsalter der zivilisierten Welt, die niedrigste Rente, die niedrigste Wohneigentumsquote der EU, die höchsten Steuern und Abgaben. Oder anders ausgedrückt, wie Herr Stern es titelt, die Deutschen sind die armen Würstchen der EU. Meine Damen und Herren, die AfD fordert den Senat auf, eine Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Grundsteuer zu ergreifen und die Berliner damit um mehrere hundert Euro per Jahr zu entlasten. Und dann noch Folgendes, liebe Berliner. Wer schwarz wählt, bekommt grün. Also überlegen Sie ganz genau, was Sie am 12.02. tun. Originalton Merkel, man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen noch gilt. Dankeschön. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es ist Zeit, Geld zu sparen mit der AfD. Deswegen teilt dieses Video mit euren Freunden. Mein Name ist Harald Latsch. Ich bin der fachpolitische Sprecher für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. Alles Gute für euch. Euch gefällt dieses Video und ihr wollt keine unserer Infos verpassen? Dann abonniert doch einfach kostenlos unseren Kanal und folgt uns auch auf Twitter, TikTok, Instagram, Facebook und Telegram. Die Links findet ihr in der Beschreibung.